Bestimmte Elemente gehören so quasi zur Basis der Küche, unter anderem auch zum Beispiel eine Bechamelsoße. Bechamelsoße können wir natürlich vielseitig verwenden, zum Beispiel auch in Lasagne oder verschiedene Gerichte der italienischen Küche. Wie die zubereitet wird, ganz einfach. Wir kommen mal zu den Zutaten. 1 Liter Milch, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, Salz und Muskat. Topf am Herd, nicht zu heiß, Butter rein und schmelzen lassen. Sobald unsere Butter geschmolzen ist, geben wir unser Mehl hinzu. Und rühren. Hitze leicht reduzieren, es darf auf keinen Fall zu heiß werden, sonst verbrennt uns unsere Roux. Das ist der Name dieser Prozedur bzw. dieses Endprodukts und das ist im Endeffekt eine Verbindung aus Mehl und Butter. Sobald unsere Roux sich gebildet hat, können wir ganz kurz vom Herd runtergehen. Das erleichtert uns jetzt beim nächsten Schritt. Und geben unsere Milch hinzu. Und die Milch sollte nie zu kalt sein. Gehen wieder zurück auf unser Herd und rühren. Man merkt, sobald unser Bechamel heißer wird, wird sie auch dicker. Und jetzt, wie gesagt, die restliche Milch hinzufügen. Man merkt schon beim Rühren, dass sich die Konsistenz der Bechamelsoße verändert und immer dicker wird. Jetzt können wir dann langsam salzen und mit Muskatnuss verfeinern. Ich lasse die Bechamelsoße auf keinen Fall allzu dick werden. Überhaupt, wenn ich sie bei Lasagne Bolognese verwende, dann brauche ich die Feuchtigkeit. Ansonsten haben wir danach nur einen Betonklotz. Und fertig ist unsere Bechamelsoße. Die können wir jetzt natürlich in alle möglichen Rezepte verwenden. Ein kleiner Tipp, schaut euch das nächste Video an, denn da gibt es schon ein Rezept dazu.